Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Frau Knampf, eigentlich heiße ich Verena. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, natürlich auch den von meinem Mann Matze, das ist der Mr. Knampf. Und heute habe ich mal was keine reguläre Abo-Box ist von den Beauty-Boxen her, sondern eine Mystery-Box von einem, wie nenne ich es denn, Privatverkäufer vielleicht. Auf jeden Fall wurde auf Amazon eben ein Mystery-Bundle angeboten. Das gab es mit verschiedenen Stücken, ich glaube mit 20 und 30 und ich habe 30. So. Auf jeden Fall hat es dann, glaube ich, 28 Euro gekostet oder so. Also man kann sagen, ja, für jedes Produkt 1 Euro so ungefähr. Ich setze euch den Link mal in die Infobox. Und ja, da kann alles dabei sein. Ich glaube nicht, dass irgendwelche hochpreisigen Kosmetiksachen dabei sein werden, aber... wir gucken mal, vielleicht ist ja doch das ein oder andere coole dabei. Es kommt in so einem dünnen Päckchen, nenne ich es mal. Und dann gucken wir. Nein, ich habe in meinen schönen Tisch geschnitten. Das ist echtes Holz und er war teuer. Ich hasse es grob, ganz ehrlich. Entschuldigung, dass es so lange dauert. Okay. Ja. Der Inhalt sieht jetzt so aus. Nicht sehr gut gesichert, es kugelt alles rum. Holen wir es doch einfach mal nacheinander aus. Lol. Dieses Ding, das ist von der Jurassic Park Reihe von Essence, habe ich mir auch geholt. Reduziert, wahrscheinlich auch. Hier. Ich habe es reduziert für 1 Euro gekauft. Dann die Essence Haarflashes to Impress. Die brauche ich auch nicht. Wir haben ein Highlighting Eyeshadow Base von Essence. Ja, das ist eigentlich okay. Dazu suche ich mal jede Menge Nagellack hier raus. Wir haben einmal hier von Essence Clean and Strong Nail Polish. Strong Harder Nails in einer Woche. Wir haben hier von Essence Shine Last and Go einen Nail Polish. Hat irgendwie eine Farbe. Your Perfect Nude Shade. Hey, wir haben von Essence Shine Last and Go die Farbe Heats On. So eine Art... bräunlicher Terrakotta-Ton. Passt auf, von einer Marke, die hatten wir noch nicht. Essence. Diesmal ist es Step in Time, die Nummer 9. Hey, wow, von Essence. Shine, Last and Go. Hier, der 68, A Star is Born mit so Glitzerflakes. Hey. Wir haben von der Marke Essence Clean and Care, ein Base Coat, bitteschön. Wir haben von der Marke Essence die Nummer 10, Love Me Like You Do. Und wir haben von der Marke Essence Clean Strong Nail Polish, die Farbe Juicy Terror. Das ist wenigstens mal eine interessante Farbe, so eine Art, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Helles Oberschicken. Und hier ist noch ein Nagellack und ratet mal von welcher Firma. Yeah, es ist Essence. Clean and Strong, die Farbe Vibrant Magma. Ein sehr dunkles Rot. Erstmal beruhigen. Nein, nur um danach hier den Essence Sanitizer Resident rauszuholen. Protect your manicure, even with fragrant hand sanitizer use. An sich ist es ja mal eine coole Sache, dass man sagt, wenn man zu viel Desi benutzt, dass da die Nägel kaputt gehen. Aber ich reg mich einfach zwischendrin jetzt schon mal auf.
Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Artikel sind nur Nagellacke und Entschuldigung, das ist der Primer. Aber doch, es sind insgesamt 10. Aber alles von Essence und sie ist gemischt. Ja, bisher ist alles von Essence, was ja wohl die günstigste Marke ist an Drogerie, Kosmetik. Dann haben wir Nagelsticker von Essence. Und so ein komisches Face-Jewel-Ding werdet ihr nie an mir sehen. Aber das ist immerhin mal von Catrice. Dann ein Täschchen. This bag contains my favorite things von Essence. Bitteschön. Immerhin mal was, was man benutzen kann. Was ja in Ordnung ist. Ich muss es ein bisschen ausstellen. Ja. Gibt es noch mehr tolle Sachen von Essence? Ja, klar. Und zwar den Essence Cover Stick. Ein Abdeckstift in Matt Honey. Und Matt Honey ist die 03 und mir zu groß. Ich brauche 01 Typ Mehl. Von Essence ein Eyebrow Brush. Bitteschön. So. Von Essence haben wir hier den Lip Liner im Ton 08 Red Blush. Von der Firma Essence haben wir, oder klebt der Deckel fest, ein Soft Contouring Lip Liner in der Farbe 10. Miss You Much. Von, kommt, ihr erratet es, Jupp Essence haben wir hier einen matt Lipgloss, der aber irgendwie nicht mehr so gut ausschaut. Also er sieht irgendwie so, das weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Muss ich mal gucken, ob der überhaupt noch gut ist. In der Farbe American Girl. Ja. Hey, von Essence, The Metals, haben wir hier Ballerina Glam, ein Baked Eyeshadow. Wir haben von der Firma Essence ein Kajal Pencil, 28 Nice Coffee. Also das ist zumindest mal was Nettes. Weil der glitzert noch so. Das sieht man zwar hier so schlecht, aber der schimmert noch ein bisschen. Das ist immerhin mal was Besonderes. Ich sag nichts mehr, okay? Ich sag einfach gar nichts mehr. Es ist schön vom Pressing her, die Everlasting Blooms. Macht aber toll was her, auf jeden Fall. Dass hier noch sich nicht mal die Mühe gemacht worden ist, einfach den, ich nenne es jetzt mal wahrscheinlich Sonderverkauf, billig, reduziert, Preis, Schild, runter zu machen. Es ist also, ja, wie gesagt, vom Pressing her, es ist ein schöner Duo-Highlighter. Aber, es ist ein Contouring Eye Pencil. Einmal hast du Contour und einmal hast du Highlight. Hier. Hey, da hat man von welcher Firma? Da, Essence. Und dann kommen wir vielleicht zu den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkten, die nicht von Essence sind. Das haben wir. Wir haben mal was ich da nicht drin erwartet hätte, muss ich sagen. Von Bioreaktivkohle. Die kennt ihr vielleicht von den Nasenstrips. Für normale bis fettige Haut. Ein pointiges Waschgel mit Aktivkohle. So schaut es aus.
Und es ist gerade das Einzige, was ich hier drin so richtig abfeiere, über das ich mich wirklich freue. So. Cool. Kostet mich 30 Euro. Dann von Catrice ein Velvet Brow Powder Artist. Es ist ein bisschen die Farbe. Ja, 020 Brow Fashion ist da. Ja. Weiß ich gar nicht, ob mir das von der Farbe her passen würde. Nee. Also was jetzt kommt, ist, kann ich euch gleich mal spoilern. Alles noch Catrice, also es besteht hier aus alles nur Catrice und Essence. Kein Manhattan, kein Maybelline, nix. Haben wir hier Long Lasting Eyebrow Pencil Waterproof, auch in so einem schimmrigen Braunton. Also kannst sagen, schon ein bisschen ähnlich zu dem, bloß dass der mehr ins Bronzefarbene geht. Hier hat man Long Lasting Brow Definer. Natural Sculpting. Lasse ich auch zu. Ja. Eine Augenbrauenseife von Catrice. Die Brow Fix Soap Stylist. Lasse ich auch zu. In Black. Ja. Und dann haben wir noch zwei Lippenprodukte. Einmal von, oh, ich habe ganz vergessen, das ist auch noch ein Essence-Produkt. Der Long Lasting Nummer 6. Barely There. Das ist der Ton. Der Ton gefällt mir eigentlich. Gegen den sage ich gar nichts. Aber hier der Shine Up Fluid Lipstick. 010 to be continued. Nude. Von Catrice. Wäre auch noch mit dabei. So. Mein Fazit. Kann man es wieder zurücksenden? Es ist halt einfach, ich habe halt auf Bildern gesehen von anderen Leuten, die haben wirklich eine größere Auswahl. Die haben sich zwar manche beschwert, ja, sie haben recht viele Lippenprodukte, Andrea, sie haben recht viele Nagellacke, aber es war halt gemischt. Und ich habe hier halt einfach nur das komplette Essence-Nagellack-Sortiment stehen. Und ja, man hat es ja auch teilweise gemacht, um so ein bisschen vielleicht doch noch was zu sparen. Und ja, da kostet, glaube ich, einer 1,29 oder so. Oder 1,79. Ne? Ja. Ja. Futter für die Wanderpakete, würde ich behaupten. Weil was ich mir behalten werde, ist, wie gesagt, hier das Biore, den Essence Lipstick von gerade eben. Das ist echt schön, das werde ich halt hier schön sauber machen und weitergeben. Und von den Nagellacken her, die drei da, glaube ich. Da muss ich mal schauen, ob der noch gut ist. Aber der ist schon recht bräunlich. Ja. Na, also das behalte ich und der Rest geht weiter. Ja. Es hätte besser werden können. Es gab wirklich Boxen, die waren schön. Aber so essenslastig wie meiner hier gerade war, war keine. Und also von den Fotos her, naja, was soll's, was soll's. Mache ich es vielleicht nochmal? Weiß ich nicht. Vielleicht. Mit dem war ich auf jeden Fall nicht so zufrieden und meine Rezension dazu wird auch nicht so toll sein. Aber es ist ja ein bisschen wie mit den Glossy-Boxen. Da kommen drei schlechte, aber dann sind immer wieder ein, zwei Kracher dabei. Ja, naja. Okay, dann ja,
Danke euch fürs Zuschauen. Schön, wenn ihr noch dabei geblieben seid, wie ich euch das ganze Essenssortiment der vergangenen Monate gezeigt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Für mich und meinen Spatzel auch gern ein Abonnement von unserem Kanal. Das kostet gar nichts. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen, schönen Tag. Macht's gut. Ciao.